Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Hemi, herzlich willkommen zurück bei Russian Fishing 4 und Petri Heil und so, den ganzen Quatsch, ihr kennt das ja alle schon. Und ja, wir sind umgezogen, nachdem wir die alte Festin komplett abgefischt haben und da nichts mehr lebt, also ein toter See praktisch nur noch. Müssen wir nur noch Salz reinkippen, dann ist er komplett tot, dann ist alles Ende. So, ja, wir sind umgezogen und zwar sind wir hier am Belaya Fluss und hier war ich schon dreimal und mein bester Erfolg hier bis jetzt war nichts. Also ich habe hier noch nie einen Fisch gefangen. Und das sind die besten Voraussetzungen, um mit euch hier mal hinzugehen und mal eine ganz unterhaltsame Sache hier so anzuleiern vielleicht oder auch nicht. Wir werden hier spinnen und wir werden ein bisschen auf den Grund gehen. Wir werden der Sache mal auf den Grund gehen. Also, wir machen erstmal hier, pass mal auf. So. Siehst du? So, was habe ich gesagt? Wir werden der Sache erstmal um den Grund gehen. So, wir machen hier erstmal einen schönen, schicken Regenwurm dran. Ne? Das muss. So, dann schmeißen wir die Angel rein. Also, ein Teil davon. So, und dann setzen wir das alles ab. Machen hier unsere berühmte Y-Taste. So. Genau. So, und dann schmeißen wir noch eine Grundangel rein. Vielleicht. Siehst du? Was sag ich? So, und da haben wir eine Made dran. Eigentlich wollte ich da auch einen Wurm dran machen. Na ja, schauen wir mal. Kann man ja immer noch, ne? Wir sind ja, mein Gott, wir sind ja noch jung. Da können wir ja noch wie machen. So, genau. So, und jetzt drücken wir U. Und machen hier machen wir jetzt die, nicht die Corona. Obwohl wir ja Corona-Zeit haben, wäre das die genau, ne? Also Corona kann man ja leicht fangen im Augenblick. Aber nein, wir nehmen hier die nehmen auf die 4. Dankeschön. So, und dann werden wir mal ein bisschen rumspinnen hier. Ihr werdet ja schon sehen, was ihr davon habt. Fischis. So, und jetzt machen wir erstmal die Bremse. Ich habe gar nichts richtig gemacht. Ich habe alles falsch gemacht. Alles wie immer. Das ist ja super, Opa. Du bist ja der Allergrößte. So, ja. Ach komm, wir schmeißen erstmal hier das Ding hier rein. Komm. Weg damit. Wupp. So, und jetzt wollen wir mal gemütlich eine Verkurbelung machen. Und dann sehen wir gleich, wie sich hier alles biegt. Ja. Es regnet, das ist ja super. Und das ist ja genau der richtige Tag hier. Ja. Da ist ja astrein. So, dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen weiter werfen. So, und dann hauen wir Druck und zack. Hui. Guck mal, schon viel besser. So, jetzt machen wir mal so ein bisschen immer nur, weißt du? Immer nur so ein bisschen ziehen, ein bisschen kurbeln. Alles richtig gemacht, der Opa, bisher. Aber wie gesagt, ich habe hier schon dreimal und ich habe nicht einen Fisch. Also von daher, ihr braucht da nicht große Erwartungen haben. Ne? Das ist nur für zum Unterhalten hier. Guck mal. So, sehr schön. Können wir ja gleich wieder. Hui! Ja, guck mal. Guck mal da. Ja, guck mal jetzt hier. Guck mal, wenn ich hier am Drehen bin, wie ein Weltmeister. Ich drehe viel zu schnell, ne? Natürlich. Die Einholgeschwindigkeit ist viel zu schnell. Was machen wir hier? Machen wir langsamer, Opa. Genau. Dann ist es auch ein Fisch. Sonst ist es ja eine Rakete im Wasser. Wenn du so schnell einholst. Also wirklich, Opa. Da muss man viel lernen. Hast schon wieder alles vergessen, ne? Was ich dir beigebracht habe. Das ist ja toll. Komm, wir machen mal auf der anderen Seite vom Stein. Hier, da, hui. Wir werden doch schon irgendwie werden wir das schon hinkriegen, dass wir uns da verheddern irgendwo. Das kriegen wir hin. So, guck mal. Ne? Zum Glück haben wir die Grundangel noch ausgeworfen, damit wir vielleicht ein bisschen was fangen. Ja, aber jetzt, ihr seht schon, also hier ist genau mein Ding. Ich glaube, am stillen Ufer an der alten Festung, da habe ich, glaube ich, mehr rausgeholt als hier. Obwohl hier ja extra ist für Spinner, ne? Und da bin ich ja genau ganz vorne eigentlich. Also wenn einer spinnt, dann bin ich das. Hui, raus mit dir. Da. Leg dich mal. Guck mal, was der abgeht.
was hier eine Strömung ist. Wieso ist denn hier so eine starke Strömung? Da gibt es doch gar nicht. Da gibt es doch gar nicht. So, jetzt aber. Hopp, hopp. Und wieder kein Verheddern in der Leine. Gott sei Dank. Ich liebe dieses Programm dafür. Überleg mal, hier würde es noch so eine Animation geben. Da würde plötzlich so ein Fenster aufgehen. Da wären da so drei engen Angelschnüre verheddert. Die müsstest du dann erstmal in einem Minispiel wieder entwirren. Das wäre doch mal ein schönes Angelspiel. Da käme doch bestimmt Spaß auf. Da hättest du doch ganz neuen Freundeskreis, hättest du da praktisch. Ja, aber hier, ihr seht schon, ne, das ist, Ihr seht schon, wie ich drauf hab. So. So, jetzt aber, komm. Das machen wir so ein bisschen so ganz langsam nur. So ganz langsam. So wie so ein verletzter Fisch. Mal gucken, ob wir nicht einen reinlegen können von den anderen. Irgendeiner muss da hier doof genug sein, mal hier auf den Blinker zu gehen. Komm schon. Du willst doch auch. Wow. Sieht nicht so gut aus, ne? Also wie gesagt, ich habe hier noch nie einen Fisch gefangen. Deswegen bin ich auch jetzt heute hier hingegangen. Weil ich muss ja leveln. Und das sind ja die besten Voraussetzungen. Na, irgendwann platzt der Knoten, denke ich immer. Dann geht's ab. Ui, nochmal. Komm. Jawohl. Bis an den Stein fast. Opa, du bist der Größte. Du bist der Allergrößte. So. Ja. Das ist ja super. Und regnet auch noch. Das ist ja auch noch super. Ach, wir können ja mal so einen Schluck Tee trinken. Bei so einem Wetter kommt das ja immer gut. Hier, bitteschön. Stufe 3. Sehr lecker. Sehr lecker. So, jetzt können wir wieder weiterdrehen. So. Jetzt kann ja nicht mehr lange dauern. Jetzt sind wir nah dran. Ja. Thermosflasche mit Tee. Siehst du, wir sind im Chat. Erste Mal. Jawohl. Was soll passieren? Alles gut. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es voll hin. So. Ja. Dann ist es jetzt... Vielleicht habe ich auch hier vorne den falschen Dingens dran. Kann ja sein hier, oder? Hier, da, guck mal. Was habe ich denn da dran? Die Dragonfly. Hier, Dragonfly. Gewicht 3 Gramm. Was haben wir denn noch? Gewicht 17 Gramm. Kommen die nach. Wir machen jetzt mal die Schwere dran, damit die nicht einfach so weggetrieben wird hier. Genau. Zack. Guck mal. Ja, das sieht ja schon ganz anders aus. Das sieht ja schon ganz anders aus. Es gibt auch ganz andere Wurfweiten. Na, guck mal hier. Ja. Guck mal, der Opa. So. Lassen wir den erstmal sinken, als wir stellen wir uns tot. Also der Fisch. Der Fisch stellt sich tot. So, und jetzt machen wir mal langsam angeln. Ganz langsam. Also ganz lang. Ich muss hier die Lampe im Auge behalten, so ein bisschen. Mit ein Auge. Ein Auge muss ich da noch hinwerfen, auf die linke Angel. Naja, auf einmal habe ich da schon einen riesen Fisch dran und weiß das gar nicht, weil ich hier am Dingens bin, am Tricksen. Na komm schon. Da muss er doch jetzt mal anweisen. Guck mal, wie schön ich das für dich mache, Fisch. Jetzt komm, beiß an. Beiß doch an. Naja, obwohl ich so ein großer Spinner bin, ne, kann ich das nicht so gut mit dem Spinnen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber hey, was wolltest du sonst anders machen? Ich meine, ja, vielleicht habe ich noch den anderen Silberfisch und falschen dran, aber sonst? Was wolltest du denn sonst anders machen? Da gibt es nicht viel anders zu machen. Ja, immer ein bisschen drehen und immer mal langsam drehen und wieder stoppen und wieder drehen, ein bisschen und wieder stoppen. Und hoffen, dass irgendein Fisch drauf reinfällt. Oh, ich habe grünes Licht. Seht ihr das da links? Ah, guck mal. Grünes Licht. Und? Ist da was? Oder ist da nichts? Wer weiß das schon so genau. Da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Warte mal, wir müssen aber die erstmal wieder rauswerfen. Hier, da. Weg ist er. Ah, sieht ja nicht so aus, ne? Hat nur einer so ein bisschen gezuppelt. Guck mal.
Der hat nur ein bisschen gezuppelt. Der wollte gar nicht wirklich. Er wollte nicht wirklich beißen bei uns. Naja, ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt hier tauschen und die... Aber nee. Nee, brauche ich nicht. So. Jetzt aber. Na komm schon. Nee. Da will keiner. Da kann ich spinnen, wie ich will. Da kommt nichts. Da hat sich noch nichts eingesponnen hier. Aber wieder einen Augenblick warten, dann wieder ein bisschen drehen. Wir versuchen alle Tricks, alles was geht. Habt ihr gemerkt? Jetzt guck mal hier. Boah. Alle Tricks versucht der Opa. Alle Tricks. Da könnt ihr richtig was lernen. Aber nicht wie man spinnt. Leider nicht. Aber sonst könnt ihr richtig was lernen beim Opa. Also wunderbar. Solange das nichts mit Angeln zu tun hat, bin ich euer Mann. So. Ja, guck. Diesmal war schon besser. Lisa, es war immer noch nichts dran, aber ich habe das Gefühl, das war schon sehr viel effektiver als vorher. Hat mir gut gefallen. Eigentlich nicht, aber egal. Doch, doch, hat mir gut gefallen. Hui, weg mit dir. Naja, irgendwann müssen wir doch hier fangen, oder? Freunde. Komm schon. Komm, spiel den toten Fisch. Wo ist der Hecht? Oder was auch immer. Oder Barsch. Oder was auch immer hier gerade so rumschwimmt und beißt. Komm schon. Du wilde doch auch. Na je. Die Sonne ist aber schon wieder ganz hier. Ich bin nicht so sonnig heute. Warte mal, ich muss noch mal ein bisschen Tee reinschütten in den Typ. So, am besten zwei. Genau, trink mal zwei Tee. Na, gleich musst du wieder, ne? Und wo machst du dann? Wo gehst du hin? Aber nicht hier in den Fluss, das sage ich dir, Opa. So nicht. Na, hier sind nur Leute, die wollen hier noch angeln, also bitte. Ne? Hier gibt es bestimmt so ein Klozelt, so ein Pixie. Pixie-Dixie-Klo. So was. So was brauchen wir hier noch. Komm schon. So. Ja, läuft, ne? Läuft, oder? Ich glaube, läuft. Ich glaube, wir versuchen mal eine andere Stelle. Vielleicht ist hier auch nicht so eine gute Stelle. Weil da gehe ich mal von aus. An mir kann es nicht liegen. Das muss die Stelle sein. Das ist wohl normal. Als ob ich irgendwo einen Fehler machen würde. Also bitte. Ich doch nicht. So weit kommt er noch. Oh, da war was. Hast du gesehen? Da war was. Ich werde bekloppt. Komm hier. Ich lass ihn noch ein bisschen. Du darfst noch. Du hast noch mal die Chance. Ach komm schon. Ja komm. Ja komm, ich hole dich auch raus. Komm. Ach komm schon. Nee. Aber ich glaube, dann werfe ich doch nochmal hier rein, bevor wir wechseln. Mann. Das sah richtig gut aus. Also erst habe ich gedacht, boah, der Opa hat einen. Habe ich gedacht. Der hat auch einen. Und dann habe ich gedacht, ja, der hat doch wirklich einen weg, hat der. Guck mal hier. So, jetzt, machen wir ganz langsam. Jetzt holen wir uns einen, pass auf. Jetzt kriegen wir einen. Muss ja. Jeder vierte Wurf ist, glaube ich, ein Fisch, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, ich täusche mich, aber wenn ich mich nicht täusche, dann müsste jetzt gleich einer dranhängen irgendwo. Und auch die Grundangeln sind sehr erfolgreich. Man sieht schon, ne? Heute könnte mal so ein Tag mit null Fischen werden. Könnte passieren. Junge. Aber Hauptsache, ich habe euch das mal hier gezeigt. Wie großartig ich auch in solch abgelegenen Gegenden hier meinen Ruf verteidige, den ich mir erwischt habe. Da steht Hauptsache genug Sticker an die Jacke, sag ich immer. Hier noch ein Fischclub und da noch ein Fischclub und von jedem noch ein, zwei Stickers an die Jacke genagelt. Und dann oder an eine Mütze. Wenn ich da auflaufe, dann sehe ich aus wie so ein Profifischer. Noch kein Fisch hier gefangen, aber der volle Profifischer kommt.
Vorsicht, Achtung, jetzt kommt er. Genau. Ja, jetzt aber. Na. Na? Na? Da kommt keiner, ne? Komm schon. Beiß an da. Du willst doch auch. Komm, ich hol dich raus. Du Landrattenfisch. Wieder nicht. Ach, wieder keiner. Und ich bin so geschickt und trotzdem nicht. So, dann packen wir hier jetzt unsere Fische, unsere Tasche, meine ich, unsere Angeln. So. Genau. Mach mal hier, stell dich schon mal ein, Opa. So, besser ist das. Genau, so. Jupp, so ist richtig. Jetzt sag nicht, da ist einer dran. Nee, da ist keiner dran. Das ist, weil die so sensibel ist, die Angel. Das fehlt noch, dass ich hier zum ersten Mal einen Fisch fange. Nee, natürlich nicht. Alles gut. Alles gut. Nee, ich meine, wenn ich hier schon Fisch fange, dann will ich auch spinnen. Ja, ich meine, ich spinne ja sowieso, aber ihr wisst, was ich meine. So. Jawohl. Und jetzt, jawohl, jetzt suchen wir uns eine andere Stelle. Ihr habt schon gedacht, das Video ist zu Ende, ne? Nö, nö. Guck mal hier sind die ganzen Zelte. Nur mal so, damit ihr das auch mal gesehen habt. Guck mal, was denn glatt ist, wie ein Spiegel. Das könnte auch der Spiegelfluss sein hier, ne? Man sieht überhaupt gar keine Strömung. Man sieht auch gar keine Fische. Die sind bestimmt gar keine drin. Die sind alle umgezogen. In die alte Festung. Da gehe ich mal von aus. Kaffee. Ups, mein Gott. Lebensmittel und Kaffee und alles. Und hier kann man wieder abhauen, wenn wir wollen. Na, siehst du? Kann man nicht einsteigen. Aber damit bin ich wahrscheinlich hier hingekommen. Ich habe es nur nicht gemerkt. So, da ist noch so ein dicker Felsen. Sollen wir den mal probieren? Normalerweise, ich denke mal so an so dicken Felsen, da sollten sich doch die Fische eigentlich so ein bisschen, oder? Nicht, oder was? Mein Gott, man sieht den kaum, ne? Der ist so, mit dem Hintergrund verschmilzt der so dermaßen, dass man denken könnte, mein Gott. Verstehst du? Könnte man meinen. So. Zack, auf den Boden mit dir. Und wieder auf den Boden werfen. Ja. So. Jawohl. Und wo ist die 2? So. Und hopp. Jawohl. So, auf den Boden. Und hier ein bisschen anziehen, die Beine. So. Wunderbar. Ich komme gar nicht bis dahin hin, so wie ich das sehe. Aber ist ja egal. Ich hätte Fahrradkette. Hier, da, zack. Weg damit. So, zack. Und jetzt gucken wir mal hier. Oh, guck mal, was der abgetrieben wird. Hier ist doch ganz schön Strömung, glaube ich. So, jetzt werden wir mal hier rumspinnen, aber volle Pulle. Gegen die Strömung. Haha. Der verletzte Fisch schwimmt gegen die Strömung. Weil er denkt, er ist ein Lachs. Der hat eine Hirnverletzung. Das ist er nämlich. Der glaubt, er wäre ein Lachs. Deswegen schwimmt er gegen die Strömung. Das ist total glaubwürdig für die anderen Fische. Die sagen, oh, guck mal da. Ein 17 cm langer Lachs in Gold. Ne, in Gelb. Genau, in Gelb mit schwarzen Punkte. Der berühmte schwarz gepunktete Gelblachs. Genau, der ist das hier, den wir hier reingeworfen haben. So, jetzt beiß an. Wir schon sehen. Ne? So, jetzt beiß an. Wir schon sehen. Habe ich eigentlich schon mal gesagt?
Manchmal denke ich, ich hätte das schon mal gesagt. Aber mein Gott. Guck mal, Geisterspiegelkarpfen. Mein Gott. Die Leute, die Fische fangen. Voll die Geisterspiegelkarpfen hier. Komm mal hier. Komm doch mal. Ich, der Herr, an der alten Festung, da habe ich wenigstens mal so ein, zwei kleine Hechte rausgeholt. Aber hier, die habe ich noch gar nicht rausgeholt. Und da das so ein tolles Ergebnis ist und wir da bei 100% sind, wollen wir das auch nicht ändern. Die 100% sind uns sicher, die stehen. Das ist super. Ja, hier vorne ist, hier sehe ich doch schon, ob hier Fisch ist oder nicht. Da sehe ich doch, dass da keiner ist. Wirklich. Naja, wir schauen mal. So. Ja, spinnen kann er. Also, ne, wenn es Fragen gibt zum Thema Spinnen, da bin ich euer Ansprechpartner. Der dreht sich aber auch nicht, der Hund. Ich habe gerade gesehen, der zieht sich nur so ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht muss ich doch schneller drehen ein bisschen. Wer weiß. Oh, dann hier. Dann drehen wir mal ein bisschen zügiger. Aber erst warten wir, bis er am Grund ist. Ich sehe die Leine gar nicht, Anna. So, jetzt geht's ab. So, guck mal, die Morgensphase, wo die fressen, die haben wir schon mal gut überbrückt. Da haben wir schon mal keinen geholt. Das ist schon mal gut. Sehr gut sozusagen. Ach ja, aber wenigstens habe ich euch mal hier den Fluss gezeigt. Ich habe ja noch gar kein Video hier, wo ich hier am Fluss bin. Auch wenn das uninteressant ist, ob ich hier bin oder nicht. Das ist die Fangquote ist dieselbe. Jesus Maria. Wirklich noch nicht einen einzigen Fisch haben wir hier geholt. Kann wohl nicht wahr sein. Komm schon, Fisch. Lass dich mal ein bisschen hier locken von den Opa. Von den angeschlagenen Köder. Ich habe noch die Corona, da ist auch noch ein Köder dran, den sollte ich vielleicht mal anmachen. Da habe ich noch einen mehr zur Auswahl. Das sollte ich vielleicht mal machen. Also mach ich mal eben. So. Dann gehen wir mal hier drauf. So, guck mal, hier haben wir auch noch. Aber als auch nur so ein kleines Ding, ne? Aber da ist so ein Federchen dran. Auch den nehmen wir mal. Der ist bestimmt super. Der ist bestimmt super duper. So, machen wir mal hier B. Da, guck mal hier. Zack. Den nehmen wir. Jawohl. So. Jetzt haben wir mit so einem Pinsel. Das ist bestimmt der Kracher. Ja, sicher. Da hätte ich ja gleich drauf kommen können. Dass das genau der richtige Köder ist hier. Pass auf, ich glaube, da ist schon einer dran. Wenn mich nicht täuscht. Aber ich täusche mich. Aber im ersten Augenblick hast du auch jetzt gedacht, ne, wow, jetzt hat er schon einen. Guck mal, nee, ich habe dich nur ein bisschen verarscht. Ganz schön clever, der Opa. Hat er dich ganz schön reingelegt. Meine Frau, die sitzt immer hier daneben, dann denkt die immer, was redet der für einen Scheiß? Das ist ja unglaublich. Und dann noch so lange. Und wenn ich meine Freundin zum Kaffeekränzchen hier habe, dann sagt er keinen Ton, der alte Mann. Echt, nicht zu glauben. Wie kann das sein? Da weiß ich auch nicht. Guck mal, kann ich jetzt mal sehen, wie du dich bewegst? Nö, natürlich nicht. Ich habe nur Wellen gesehen. Aber davon jede Menge. Ja, ist das mal hier. Ich sehe schon gar nichts mehr hier. Ich sehe nur, als würde ich den in die Berge werfen. So sieht das für mich hier aus. So, hopp. Hat geplatscht. Ich habe nichts gehört, aber egal. Mir ist schon irgendwie reingefallen sein ins Wasser. So. Jetzt wollen wir mal hier. Ja, siehst du? Also ich habe hier noch nichts, noch gar nichts. Mann.
Ein guter Hechtspot am Balaya. Ja, ich habe hier einen. Hier, ich stehe hier gerade. Aber den kann ich dir leider nicht sagen. Jetzt ist der ist sehr geheim. Der ist sehr persönlich. Den kann ich leider nicht weitergeben. Also wenn du mal einen Hecht brauchst, dann bist du hier genau richtig. Hier kannst du viele Tage kannst du hier angeln. Auf Hecht. Womit ich nicht gesagt habe, dass du einen gefangen hast. Aber, ne? Vielleicht sollten wir mal auf der anderen Seite gehen. Ich glaube, hier passiert auch nichts. Ich gehe einfach mal. Man kann ja einfach weggehen hier. Hier passiert ja nichts. Komm, wir gehen mal hier hin. Machen wir mal hier hin, so, hier so. Und dann machen wir hier so. Vielleicht haben wir hier runter mehr Glück. Bestimmt. Ganz klar. Auf jeden Fall sieht es schon mal ganz anders aus. Die Steine da, da kriege ich ja... Da habe ich ja eine Steinoptik. Wenn du weißt, was ich meine. So. Jetzt haben wir es gleich. Ja, wir werden uns auf jeden Fall mal... Ich hole gleich die anderen beiden Angeln auch noch immer. Wir werden uns mal hierhin verlagern. Ich glaube, das ist super. Das ist eine super Idee. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich gedacht, drüben wäre besser. Aber, ne, wie wir sehen, ist hier viel mehr. Viel besser. Viel guter. Ja. Wir gehen gleich mal an das Ende. Pass mal auf, was wir machen. Ich sag dir mal, was wir machen. Wir gehen gleich mal an das Ende. Hier, wo das Ende ist. Da ist sowieso alles am Ende hier. Pass mal auf. Guck mal, ich gehe jetzt hier lang. Hier so drüber. Siehst du? Guck mal hier. Guck mal hier so hin. Hier. Und hier ist das Ende. Und hier gehe ich jetzt hin. Genau. Und hier fühlen die sich auch sicher, weil die denken, hier ist für wenig Strömung, weil ja die Insel ist. Da habe ich vielleicht mit meiner Grundfische wenigstens ein bisschen mehr Glück. Vielleicht, vielleicht. Wir machen mal einen Testwurf, natürlich. Ich glaube, ich habe schon einen. Ich werde bekloppt. Guck dir das mal an, schon wieder. Schon wieder, hallo. Das geht hier zack, zack, zack. Unglaublich. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, dieses Mal sind wir auf der Gewinnerseite. Da muss ich nur noch die beiden anderen Angeln holen. Dann werden wir hier den ganzen Fluss werden wir leer machen. Wie die alte Festung. Komplett leer fischen. Genau. Und hinterher, wenn alles weg ist, dann machen wir Salz rein, nennen das Ganze toter Fluss und fertig. Ne, totes Meer gibt es ja schon, aber toter Fluss gibt es noch nicht. Den machen wir dann. So. Ja, ich hole mal eben meinen Angeln. Ja, ich komme gleich wieder. Moment, ihr könnt auch mitkommen. Ihr kommt sowieso mit, ich weiß. Ja, die Angeln sind weg. Nee, doch nicht. Die Fische dran, oh Gott. Nein, Gott sei Dank. Glück gehabt. So, hopp, hopp. Siehst du? Guck mal hier. Nix. Guck mal, Wahnsinn, ne? Nix. Sieht gut aus, irgendwie. Aber nee. Mann. Guck mal, nix. Dann nehmen wir die andere auch gleich mit. Da hat sich gelohnt. Man muss halt nur positiv sehen. Wenigstens, ne, hat man keinen Köder verloren. Ne, also die Anzahl der Köder ist nach wie vor immer noch die gleiche. Wenn das man nicht... Was machst denn du da, Opa? Kannst du mal hier... Kannst du mal wieder reinholen? Du solltest Escape drücken und nicht einfach hier. Also wirklich. Der ist ja sehr unzuverlässig, der Mann. Der wirft einfach die Angel. Obwohl er noch gar nicht da ist, wo er hin soll. Das ist das Alter. Hat er schon wieder vergessen, dass er das nicht machen wollte. So, guck mal hier. Jetzt wären wir hier. Zack. So. Hier der alte Wurm. Zack, raus mit dir. Jawohl. Oh, was ist das denn? Persönlicher Rekord, der weiteste Wurf. 34 Kilometer. Ja, wenn das nicht toll ist. So. Wunderbar. So, die andere machen wir direkt hier. Daneben. Also praktisch direkt daneben. Dann machen wir jetzt auch einen Wurm dran. Und wir machen da mal so eine Zuckermückenlarve dran. Nur für die Vielseitigkeit. Hier und zack. Jawohl. Hallo? Was ist denn da passiert? Da war jetzt aber nicht rekordverdächtig weit.
Da war mir so hier ganz vorne irgendwo. Na egal. So. Ja, spann doch mal. Spann doch mal. Wieso weitermachen wir denn gleich raus? Der ist schon raus. Guck mal. Oder? Ich weiß nicht. Egal. So, jetzt wird hier gespinnt. Zack, zack. Hier spinnen und dann spinnen los. Juhu! So. Jetzt wollen wir mal. Ich glaube, jetzt haben wir es auch. Ich glaube, jetzt haben wir die richtige Einstellung. Oh, unsere ganz persönliche. Ich meine, mit den Angeln ist sowieso schon immer alles gut. Aber jetzt haben wir auch unsere ganz persönliche Einstellung. Die stimmt jetzt nämlich auch. Wir müssen noch ein Brot essen oder so. Warte, mach ich mal eben. Oder so einen alten Käse. Irgendwie sowas. So ein Handkäse. Ein Ei vielleicht. Und wir essen mal ein Ei. Wir essen noch ein Ei. Auf ein Ei kann man nicht stehen. Auf ein Ei kann man nicht rollen. Entschuldigung. Ne, aber ich kann ja nichts dafür. Irgendwas muss ich doch sagen. Dann sage ich eben das. So. Jetzt läuft es, glaube ich. Ich kann mich täuschen, aber ich meine, das ist super jetzt. Guck mal. So. Ja, das sieht gut aus. Ja. Habe ich ihn schon? Habe ich schon den Fisch? Nö, noch nicht. 1000 Meter. Wieso denn nicht? Ich bin doch so ein guter Rauswerfer. Wieso? Ja. So, jetzt gleich. Jetzt müssen wir es eigentlich gleich haben. Ich meine, hier wären sie. Die guten Fische. Siehst du? Merkst du was? So. Auch die Grundangeln. Hier ist gleich viel besser. Ich glaube, in dem Fluss gibt es gar keine Fische. Alle, die hier so erzählen, die haben hier was gefangen, das sind alles Lügen. Die haben die von zu Hause aus dem Fischladen, haben die mitgebracht und dann fotografieren sie sich hier damit. Verstehst du? Und Nordseeschild ist noch dran. Und dann sagen sie, ja, wir waren ja an der Nordsee. Wenn man das Schild dann sieht, ne, dann sagen sie, ja, das ist ja ein Bild von der Nordsee. Ja, klar, sieht man ja. Ja, typisches Nordsee hier. Genau, so ist das eben. So. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Nee. Vielleicht muss man einfach mal so ein bisschen hier so an der Insel lang werfen. Vielleicht sind die mehr so versteckt. Gar nicht so im freien Wasser. Ich glaube, jetzt habe ich was. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht hängen ein paar Algen dran. Wer? Was? Algen kann man auch essen. Sollen auch gesund sein, habe ich gehört. Also von daher. Ne? Algen gilt auch als Fang. Die sind zwar nicht so schnell, aber gilt. Gilt auf jeden Fall. Soll ich mal hier runterwerfen? Einfach mal hier so. Guck mal, pass mal auf, wenn ich hier so mal so mache. Guck mal, wenn ich hier so hergehe, hier so. So, und jetzt werfe ich hier so runter. Hier so lang. Guck mal. Das ist bestimmt eine super Idee. Immer. So, zack. Und jetzt. Ja, jetzt. Jetzt muss es klappen, oder? Ich glaube, jetzt muss es klappen. Ich glaube, diesmal habe ich es. Diesmal habe ich den Trick raus. Diesmal weiß ich, wie es geht. Ah, war ja einfach. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. So, Fisch. Das Einzige, was mir noch fehlt zu meinem Erfolg, ist der Fisch. Die Technik ist gut, das Material ist gut, die Einstellung ist gut, der Angler ist gut. Nur der Fisch ist nicht so gut, leider. Am Fisch könnte es hapern. Wie so oft beim Angeln. Da hat man ja oft beim Angeln, ne, dass es gerade am Fisch liegt. Dass der Fisch nicht so richtig mitspielen will. Guck mal hier. Ich kann auch mal hier rüber werfen. Guck mal hier. Das ist aber bestimmt eine super tolle Idee. Gleich hängt der wieder fest. Und wo wirfst du denn hin? Du musst da in die Büsche reinwerfen, Opa. Das ist ja da wieder mitten im See. Also im Fluss meine ich natürlich. Das ist natürlich jetzt semi-schlau, sag ich mal. So, jetzt würde, glaube ich, an der Zeit, dass wir jetzt mal einen Fisch rausholen.
Also, ich werde meinem Ruf hier gerecht an diesem See, an diesem Fluss. Mein Gott, was habe ich immer mit See? Ich bin, glaube ich, mehr so der Seeangler. Ich bin kein Flussmensch. Ich bin mehr so der Seemensch. Nordsee und so. Ja, ich bin mehr so ein Seemensch. Seebär. Ich bin so der Seebärmensch. Guck mal, jetzt, der war gut. Der war gut. Da, der ist ganz leicht. Der kann sich ganz leicht verheddern. So gut war der. Da geht gleich wieder dieses Fenster auf, dann kann ich wieder Knoten entwirren. Nur Minispiele. Super, Opa, super. Der Opa hatte drauf. So, also man kann nicht sagen, ich hätte nicht viel probiert. Ne? Ich würde auch gerne da drüben, aber naja. Da guckt man halt nicht hin, man bleibt hier, man ist hier und man bleibt hier auf dieser Insel. So. Na? Na Fisch, hab ich dich? Nicht so wirklich, ne? Der fährt auch nicht auf dieses Ding ab. Auf dieses rote Ding fährt er auch nicht ab. Wir nehmen mal hier den ganz roten. Dragonfly, genau. Jetzt haben wir Dragonfly. Darauf habe ich nur gewartet. Da haben die gleich gesagt, wenn er kein Dragonfly reinwirft, dann weiß man auch nicht. Hätte ja gleich drauf kommen können. Ja, daran liegt es natürlich. Der falsche Blinker. Kann passieren, ne? Kann passieren. Aber jetzt habe ich Dragonfly. Jetzt müsste es eigentlich jeden Augenblick funktionieren. Guck mal, man sieht genau, wo der ist. Da, wo die Kreise sind. Diese? Da müsste er sein, eigentlich, der Superblinker. Dann müsste nur noch der Superfisch da sein. Um den Superblinker fressen zu wollen. Und dann hätte ich den Superfisch am Superblinker an der Superangel. An den Superfang. Der zwar die Statistik komplett kaputt machen würde, aber mir wäre egal. Ich, übrigens, Aal ging auch. Wo wir gerade von egal reden. Aal würde ich auch nehmen. Aber ich glaube, für Aal bin ich hier ganz falsch. Was weiß ich denn über Aalangeln? Gar nichts. Ich kann Aal eng essen. Das ist auch lecker. So schön geräuchert. Ich glaube, so kommt er hier nicht raus. Ne? Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen was machen. Bis er dann so ist, wie man ihn gerne hat. Aber immerhin. Der Anfang wäre gemacht, wenn man schon mal einen hätte. Ja, das wieder mitten in den See. Das ist wieder super gebracht. Komm schon, ey. Wer hat dir denn hier das Spinnen beigebracht? Gar keiner. Ja, das merkt man. Da kann sie wohl laut sagen. Das merkt man. Guck mal, was die alle fangen. Ey, mein Gott. Und was fängt der Opa? Gar nichts. Noch nicht einen einzigen Fisch heute. Und ich habe meinen Ruf, werde ich hier... Und ich habe auch versprochen. Und genauso ist es auch gekommen. Mein Versprechen habe ich ganz klar eingelöst. Kein ein Fisch heute. Super. Das ist eine super Leistung. Dann nehmen wir so eine Grundangel. Wobei, da könnte man mal gucken gehen. Wahrscheinlich hängen da schon körbeweise Fische dran. Vielleicht muss man die auch anfüttern oder was. Ich weiß es doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Guck mal hier. Ich glaube, da ist einer dran. Ich werde bekloppt. Ich glaube, da ist einer dran. Da wird der ganze Schnitt kaputt machen. Ich glaube, da ist einer dran. Ja, ich habe einen. Ha! Guck mal hier, heute. Wieder ein Fisch gefangen, jawohl. Hier der Opa. Da wird bestimmt ein Kracher sein. Muss ja. Muss ja. Wenn ich nur einen fange, dann aber richtig ein. Mein Gott, das Schlimme ist, ich kann hier überhaupt nicht mehr nachlaufen. Aber so groß ist er ja nicht. Oh je. Der ist schon wieder weg, oder? Nee. Aber der ist winzig. Da kann ich die Bremse reinhauen, wie ich will. Guck mal, da, guck mal hier. Guck dir das an, da ist er. Da haben wir ein schönes. Mein Gott, der erste Fisch. Guck mal, eine Brachse. Ja, da brachse mir die noch. Epi, hurra. Der ist mir niemals schätzwürdig. Ja, ja. Da brachse war ganz was anderes schon. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin arg von mir enttäuscht. Und das nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön viel.
So, ich mach mal hier so. Hui. Das sind so Verzweiflungstaten. Ich glaube nicht daran, dass ich hier noch irgendwas fange. Aber ich habe einen Fisch gefangen hier. Allerdings nicht gespinnt. Der war mit der Grundangel. Da war klar, ne? Die Chance hier mit dem Grundangel einen Fisch zu fangen ist bei 10% oder so. Aber da kriege ich schneller damit ein als mit der Spinne. Da wisst ihr, wie gut ich bin bei Spinnen. Das ist genau mein Ding. Ach komm schon, ey. Echt jetzt? Au, 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 au. Nee. Nee, 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 nee. Das wird alles nichts. Wir machen mal hier die. Wir machen mal die. Genau. Ah, mit dem Regenwurm dran. Alles wunderbar. Benutzen. Jawohl. So, jetzt gucken wir mal. Hui. So, jetzt gucken wir mal. Ha? Wir gucken, ob wir hier Treibangeln, genau. Wir treiben das jetzt hier. Treibt mal nicht so bunt. Jetzt, ja. Der Schwimmer wird immer kleiner, sehen kaum noch. Hallo Schwimmer, schwimm nicht so weit raus. Ich sehe dich doch nicht. Eigentlich hätte ich mehr so hier hinten, wo die Strömung abbiegt. Da war nicht so eine gute Idee, den da so hinzuwerfen. Naja. Guck mal, ein Regenwurm ist auch dran. Jetzt muss eigentlich nur noch einer anbeißen, schnell. So, hopp, hopp. Und schon haben wir noch einen. Ihr merkt schon, Spinnen habe ich so ein bisschen aufgegeben. Ihr wisst gar nicht warum, ich weiß es. Weil lief zwar riesig, ne? Aber, naja. Ich glaube, beim nächsten Mal gehen wir wieder woanders hin. Die alte Festung hatten wir jetzt auch schon. Und hier waren wir jetzt auch einmal. Nur, dass ich auch mal wenigstens ein Video hier gemacht habe. Sind wir mal hier, aber jetzt werden wir wieder woanders hingehen. Wahrscheinlich wieder an unseren komischen Tümpel. Da habe ich immer Spaß. Da kann ich immer gut fangen. So. Ich sehe überhaupt nichts. Ich hole den mal wieder. Der ist ja... Jesus Maria, bist du weit weg. Wo bist denn du hingesaust? Komm her. So. Vielleicht beißt ja da jetzt einer im Vorbeifahren an. Kann doch sein, dass sich einer für den Wurm interessiert. Allerdings eher nicht. Naja. So, dann machen wir mal hier noch. So, schön, nicht so weit. Wunderbar. Treibangel, der treibt trotzdem. Obwohl dann eigentlich die Rückseite von der Insel ist. Eigentlich sollte hier nichts getreibt werden. Na? Na? Nix, wa? War klar. Das war so klar, das war so klar. Hier können wir nichts fangen. 22 Uhr, gleich ist schon die Zeit, wo die Fische gar nicht mehr beißen. Ich meine, noch weniger als jetzt geht zwar gar nicht, ne? Aber trotzdem, wer weiß. Er gibt immer noch eine Steigerung, auch wenn nichts ist. Er kann immer noch schlimmer kommen. Und da bin ich am guten Weg hin. So. Naja, ihr seht schon, das ist hier. Hier ist Hopfen und Malz verloren. Wir haben tatsächlich einen Fisch gefangen, einen ganzen. Wie super ist das denn? Na, komm schon her. Komm, einen Schritt zurück. So, hier, bitteschön. Da darf noch ein bisschen stehen bleiben. Da treibt nichts mehr. Weil die Schnur stramm ist. So. Aha. Merkst du was? Hab Licht angemacht.
Das irritiert die Fische. Jetzt kommen die. Wollen die wissen, was da los ist? Warum ist hier Licht an? Jetzt um jeden Augenblick geht's los wahrscheinlich. Ja, ist das Maria, ey. Sonne. Ach, guck mal, da ist schon wieder einer dran. Ich weiß es nicht. Warte, ich bin ganz nervös. Noch ein Fisch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, ich komm. Der alte Grundangler wieder. Da habe ich ja ohne Grund, habe ich da einen Grundfisch geangelt. Guck mal hier. Boah. Jetzt geht's ab. Ja sicher, guck mal, was ein Riesending. Boah. Jawohl. Bin mal gespannt, ob der im Chat erscheint. Die schreien schon alle Glückwunsch, Glückwunsch. Den habe ich noch gar nicht rausgeholt. Da wissen die schon, dass ich einen Riesenfisch geholt habe. Jawohl. Rotauge. Aber was für ein. Ihr Lieben, ich glaube, ich pack zusammen. Das ist echt nicht meins hier. Also, ja, tut mir sehr leid, aber ist so. Aber wie gesagt, ich wollte es wenigstens mal gezeigt haben und jetzt habe ich es hier mal gezeigt. Und jetzt ist auch wieder gut. Und wir haben tatsächlich zwei Fische gefangen. Machst du denn da, Opa? Kannst du dich mal so und dann kannst du vielleicht mal da drücken. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir hier zum langen Graben. Ne? Spiegel sehen, ne, Waldsee, langer Graben. Ich denke mal, der lange Graben wird es wieder werden. Da waren wir immer ganz glücklich. Da werden wir da mal hinreisen. Und da kann man auch spinnen, wie bekloppt. Vielleicht fange ich da ja mal einen Hecht, wer weiß. Man weiß ja nie so genau. Aber hier, das war, ja. Ne, aber wie gesagt, Hauptsache, wir haben mal drüber geredet. Ihr habt euch nicht ganz so sehr gelangweilt und naja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Petri Heil, bis zum nächsten Mal. Euer Opa Hemi, macht's gut, bis dann. Tschüss.